Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Was wäre, wenn Gien mit Kakarot zur Erde geflogen wäre? Teil 28. Ja Leute, nach einer ganzen Weile geht diese Theorie nun endlich weiter. Ich hoffe, ihr freut euch. Wie viele Teile diese Theorie noch haben wird, weiß ich nicht. Doch ich denke mal, die meisten hoffen, dass es noch sehr, sehr viele Teile wären. Und während der Zeit bin ich auch auf neue Ideen gekommen und wurde von ein paar von euch auf neue Ideen gebracht. Was ich auch sagen kann, wenn diese Theorie später zu Ende ist, wird es eine neue Theorie geben, die auch sehr viele Teile hat. Beziehungsweise haben wird bestimmt 30 oder vielleicht sogar noch mehr Teile. Was das aber für eine sein wird, das verrate ich nicht, lasst euch daher überraschen. Aber beginnen wir doch endlich mit diesem Teil. Unsere Helden haben es geschafft, den Meteor zu zerstören und waren mit dem Raumschiff wieder auf dem Weg zur Erde. Bis sie die Erde erreichten, dauert es natürlich erstmal eine Weile. Gien wollte, dass ihr Sohn Kakarot und Broly sich während des Fluges unterhalten, damit Brolys Hass auf Kakarot runtergeht. Für Broly war dies sehr schwer, weil er Kakarot einfach hasste. Doch er schlug die Bitte von Gien natürlich nicht ab, so unterhielten sich die beiden eine Weile. Für Broly war es die Hölle, Kakarot nicht einfach kalt machen zu können. Gien musste Broly sehr oft wieder ruhig stellen, weil er es nicht ausgehalten hatte, die ganze Zeit Kakarot vor sich zu haben. Broly war kurz davor, Kakarot anzugreifen, doch da hat Gien es lieber beendet und brachte Broly in ein Zimmer. Kakarot fragte seine Mutter, wie es mit Broly nun weitergehen soll. Wenn es zu einer Situation kommt, wo du nicht da bist, ist bei Broly einfach alles möglich. Gien war der Meinung, man braucht nur Geduld, dann wird es schon werden. Kakarot hatte ein sehr ungutes Gefühl bei der Sache, da er weiß, dass er nicht stark genug ist, um Broly aufzuhalten, wenn er wieder außer Kontrolle gerät. Piccolo und Raditz trainierten während des Fluges miteinander. Gien und Kakarot schauten von der Seite aus zu. Gien sagte, Raditz war bis vor ein paar Jahren sehr böse, doch sieh, wie er sich gemacht hat. Er ist natürlich noch nicht zu 100% rein, aber er ist auf dem besten Wege. Kakarot dazu, das stimmt schon, aber Broly ist doch was ganz anderes. Gien war der andere Meinung, für Broly braucht man einfach nur mehr Geduld als bei Raditz. Kakarot konnte nichts anderes machen, als seine Mutter zu vertrauen und hoffen, dass sie recht behielt. So flogen sie weiter Richtung Erde. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!